Erster Drehtag, wir haben den 29.09.2020. Mein Name ist Daniel Kühn, der Regisseur von diesem Image-Spot für König Metall. Oh, hallo, mein Name ist Hans-Jörg Leutze, ich bin Geschäftsführer bei König Metall. Nina Zieblofer, bin Hauptgesellschafterin der König Metall Gruppe und wir sind hier in der Poppelmühle im Enzklöstern und drehen einen Film. Mein Name ist Peter Cabelletti, ich bin der Leiter Marketing und Vertrieb bei König Metall. Ich bin der Herbert Wedenig, Eigentümer von diesem Anwesen. Hi, mein Name ist Simon Lienert. Meine Aufgabe ist heute der First AD. Hallo, mein Name ist Florin Fleig. Ich bin zweiter Kameraassistent, Making of und noch Setrunner. Ich bin Livine und ich bin hier die zuständige Make-up-Artistin am Kühn Media Set. Im Grunde geht es darum, wer sind wir, was machen wir, wo kommen wir her? Mein Name ist Jas, ich bin 29 Jahre alt, ich bin aus Sindelfing und bin heute der Hauptdarsteller. Also hallo, ich bin Nina Is, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Straßburg und spiele heute die Emily König. 1901, Josef König in seiner Fabrik oder in seiner kleinen Werkstatt bastelt und forscht. Ja? Und das stellen wir gerade nach, zusammen mit seiner Frau und mit seinem Sohn. Und diese Szenerie sieht man jetzt im Hintergrund. Und dazu passt die Poppelmühle ganz hervorragend. Wir wollen vor allem für unsere neuen Produkte einen neuen Vermarktungsweg gehen und versuchen das jetzt einfach auch mal mit dem Imagefilm uns bekannter zu machen. Hier wird gezeigt, wie Josef König, der Gründer von König Metall, die Anfänge seiner beachtlichen Karriere und des Firmenimperiums von König Metall gestartet hat, indem wir natürlich über einen Uhrenmacher, über einen Imker zeigen, wie der erste Vulkan, ja, der Bienenraucher, entstanden ist. Wir tun das Ganze natürlich noch ein bisschen commercial-mäßig umbauen. Wir haben eine Kutsche aus dem 19. Jahrhundert Original mit drin, wir haben ein Pferd, wir haben Komparsen. Das Ganze wurde in der Kostümprobe sozusagen auch alles getestet, ob das auch so passt. Ich bin Fabienne Wundling, ich darf heute im Werbefilm von König Metall mitspielen als eine Dame mit Pferd, wo sich mit der Kollegin unterhält und dem Ehepaar von König Metall zunicken darf. Bitte! Dieses ganze Anwesen haben wir zurückgebaut in den Zustand, wie es ungefähr vor 100 Jahren ausgeschaut hat. Aus diesem Grund haben wir hier auch jetzt diese Aufnahmen, die sehr authentisch natürlich dargestellt werden können, ohne große Requisiten. Wir kämpfen jetzt gerade gegen die Sonne. Wir haben hier sehr weiches Licht und müssen da natürlich mit unseren Scheinwerfern gegen ankämpfen. Da brauchen wir natürlich schwere Geschütze. Deswegen schießen wir hier mit fast insgesamt 8000 Watt an Strahlung drauf. Das sollte reichen, um ein bisschen gegen die Sonne anzukommen und natürlich da auch mal mit der Belichtung nochmal die Charaktere schön in Szene zu setzen. Hallo, mein Name ist Clemens Olinden, ich bin Fotograf hier am Set von Kühn Media. Meine Aufgabe ist es, die ganzen Setbilder zu machen, das heißt, wir stellen alle Szenen, die wir abdrehen, auch nochmal nach für Einzelbilder und wir machen noch ein Behind-the-Scenes-Shooting, das heißt, das Ganze wird mit Video und Foto aufgenommen. Ja, die Stimmung am Set ist wie immer genial, Kühn Media. Wir haben ja schon mal miteinander zu tun gehabt und haben immer wieder miteinander zu tun. Deswegen, wir sind echt glücklich mit euch und ich denke mal, ihr mit uns auch. Ich war echt tatsächlich ein bisschen aufgeregt für diese Szene, aber jetzt im Nachhinein, es ist wirklich bombig, alles im Kasten. Und deswegen auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank an das Team und ihr seid Hammer. Wir sind hier an der berühmtesten Tankstelle der Welt, die Avia in Kniebis, die wirklich ja berühmt im 60er-Jahres-Stil gehalten ist. Und genau das ist das, was wir auch in diesem Film brauchen. Hallo, mein Name ist Hans-Jörg Leutze, ich bin Geschäftsführer bei König Metall. Wir haben jetzt den zweiten Drehtag, 9.30 Uhr. Die Sonne scheint, es regnet nicht, wir sind total happy übers Wetter.
Mein Name ist Peter Capelletti, ich bin Leiter Vertrieb und Marketing bei König Metall. Ich sehe hier überall Gewusel und Leute rennen hoch und runter, tragen Sachen, bauen auf. Also richtig klasse wird. Hallo, mein Name ist Jenny. Ich bin heute die Besitzerin von dem schönen Oldtimer hier. Mein Name ist Rolf Jaksch. War eigentlich vorgesehen, mein Auto hierher zu bringen, aber jetzt habe ich auch noch eine kleine Nebenrolle bekommen als Tankwart. Moin, ich bin der Kevin, ich bin der Kameramann vom König Metall Image Film und wir sind hier heute an der Retro Aria, drehen ein kleines 50er, 60er Jahre Setup. Ich bin die Biene, ich bin hier die Make-up-Artistin am Set. Gestern waren wir im 19. Jahrhundert, heute geht's dann in die 60s. Jenny, die ist heute unsere Hauptdarstellerin und die durfte ich heute natürlich auch passend im 60s-Look stylen. Ich werde am Auto stehen, am schönen Oldtimer, in die Landschaft schauen, mir die Karte anschauen. Ja, nebenbei fährt dann auf einmal ein Taycan vorbei und dann schaue ich da schon ganz schön verwundert. Die heutige Szene ist so ein bisschen ein Zusammentreffen von alt und neu. Wir haben einen alten Mercedes SL300 und einen nagelneuen E-Porsche Taycan, die sich dann an dieser wunderschönen Retro-Tankstelle im Schwarzwald treffen. Stimmung nach wie vor gut, hervorragend. Gestern Abend, lange Nacht, gleich geht's los. Der Porsche steht bereit, der Mercedes steht bereit. Ihr werdet sehen, im Film kommt richtig gut. Die Stimmung hier super am Set, also wir haben hier mega viel Spaß, trotz dass es auch manchmal stressig sein kann, es ist ein super Team und ich denke, das Ergebnis kann sich richtig gut zeigen lassen. Die Stimmung ist gut und das ganze Team sind richtige Profis hier. Ne? Wir haben die Tankstelle abgesperrt, wirklich nur, dass wir richtig spielen können, dass auch die Sicherheitsbeschränkungen eingehalten werden können. Dann bin ich natürlich sehr begeistert vom Technikteam. Dazu gehört natürlich Kevin Hartfield, Mike Zborowski und Moritz Erdrich, ein Hammer-Team. Kevin, ein geiler Kameramann. Also ich bin immer wieder begeistert, vor allem wie gut und wie schnell er arbeitet. Dann haben wir noch unseren Fotograf, Kevin Zurlinden. Wir haben eine große Video-Village, wo sich der Moritz mit drum kümmert, wo er im Hintergrund einfach sieht, was wir drehen. Wir hatten natürlich auch Making-of-Team dabei gehabt. Chris Florin, Hammer-Job gemacht. Dann natürlich noch ein großes Lob auch an Sabine Wiedmann, unsere Maskenbildnerin. Die hat gestern einen fabelhaften Job gemacht. Ja, die Frisuren, ja, der Look im 19. Jahrhundert, das ist das, was es auch ausmacht. Wir kommen gerade von der Avia-Tankstelle. Da haben wir die ersten Szenen am heutigen Tage gedreht. Damit sind wir jetzt fertig. Sind aktuell hier in einem Windpark, die Drohne zu richten für Luftaufnahmen. Die Stimmung am Set ist sehr konzentriert, allerdings auch locker. Hat alles im Zeitplan funktioniert. Daumen hoch. Ja, wir haben 5.30 Uhr, es ist Drehtag 3. Heute drehen wir das erste Mal bei König Metall in der Firma und zeigen heute das Unternehmensporträt von König Metall. Und jetzt drehen wir so ein bisschen so eine Sonnenaufgangsszene, viel mit Drohne und natürlich auch wieder LKWs im Einsatz hier, die halt etwas koordiniert werden. Heute drehen wir eine der größten Szenen im gesamten Film. Wir werden jetzt hier starten auf dem gesamten Platz, wo wir drei König Metall LKWs vor der B- und Entladestation stehen haben. Oh, wir haben mit wahnsinnig vielen Komparsen zu tun. Glücklicherweise sind alle früh ins Bett gegangen, das heißt auch weiterhin ist die Stimmung sehr, sehr gut. Wir haben zwei Gabelstapler, Hebebühnen und unterschiedliche Gefährten. Das soll einfach dieser Opener sein, wenn wir das erste Mal auf die Firma König Metall gucken. Hi, ich bin der Higi. Ich habe heute den Bauarbeiter gespielt. Heute wieder mit Kühnmeter im Hauptstandort. Hier hinter mir sieht man ja einen Teil des Werkes. Wir drehen hier die Szenen mit dem Lager, mit der Logistik, wo uns die LKW so kommen und auch Schlange stehen. Ja, heute ist die Stimmung noch mal besser als gestern sogar, möchte ich sagen. Sonne ist da, die Leute sind gut drauf, Essen gibt es jetzt auch gleich. Wir haben hier eine ganze Menge an Auszubildenden und an Mitarbeitern, die sind alle gespannt drauf und die haben alle Lust und Bock. Und entsprechend ist die Stimmung also richtig gut, passt. Hallo, ich bin die Tina Derakovic. Ich arbeite bei der Firma König Metall. Hier am Set kümmere ich mich so um die interne Organisation, einfach, dass alles gut läuft. We'll be right back.
Ich bin Biljan, 20 Jahre alt, Zerspannungsmechaniker. Im Set war ich heute auch als Komparse und wir haben zusammen Arbeiter kontrolliert und aufgeschrieben. Ich heiße Lena Takatsch. Im Set hat man sich echt wohl gefühlt. Ich bin Fabian Salm, bin Auszubildender am ersten Lehrjahr bei König Metall. Meine Rolle am Set. Am Anfang habe ich am LKW die Plane geprüft, ob die geschlossen ist. Und am Ende war ich dann noch im Lager und habe in den Regalen geschaut, ob alles vorhanden ist. Die Stimmung war echt entspannt, das Team war echt super freundlich, hat echt Spaß gemacht. Wir stehen hier alle auf Nebel und der Nebel hat leider die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das macht aber nichts. Wir haben auch schon die Feuerwehr wieder heimgeschickt, es brennt doch nicht. Wenn es so weitergeht, dann ist ja gut. An dieser Stelle natürlich vielen Dank. Der Einsatz ist bombenmäßig. Wie gesagt, 5:30 Uhr heute Morgen, alles im Top-Fit. Krasse Drehzeiten, aber natürlich auch ein sehr spektakuläres Set. Alle sind motiviert und haben Bock drauf und wir sind echt schnell, wir sind locker im Zeitplan. Das war doch super. Herzlich willkommen wieder am Set. Wir sind bei Tag 4, 2. Oktober 2020 hier in Bad Rothenfels, gar genau bei König Metall. Wir haben heute ein spannendes Set vor uns. Wir haben den Nachtdreh. Das heißt, wir fangen jetzt hier um 20 Uhr an, wird voraussichtlich nach Disposition um 6 Uhr morgens fertig sein. Wir müssen die Zeit nutzen, bevor es wieder hell wird, in der Maschinenhalle alle berühmten Maschinen zu drehen. Hallo, mein Name ist Hans-Jörg Leutz, ich bin hier Geschäftsführer bei König Metall. Wir sind hier am 4. Drehtag in der Nacht. Wir drehen gerade an mein persönliches Herzstück. Das ist die Abgasklappeanlage, die hochautomatisiert ist. Hängt sehr viel von König Metall Know-how drin. Sollen wir mal schauen, was wir in dem Film noch alles zeigen können, was ich freigeben kann, was der Wettbewerb sehen darf. Mein Name ist Fabian Schansker, ich bin hier Komparse. Wir drehen gerade den Imagefilm für König Metall. Die Stimmung am Set hier ist gut, es scheint noch eine lange Nacht zu werden und ich bin gespannt, wie das Ergebnis nachher sein wird. Neben mir steht die wundervolle Tina, die sich hier um unser aller Wohl sorgt und es auch richtig toll macht. Heute haben wir einen Nachtdreh und zwar es ist 1.30 Uhr. Heute werden unsere wichtigsten Maschinen abgedreht. Eigentlich bin ich der Make-up-Artist hier am Set, das heißt, ich gucke, dass jeder gut aussieht. Und wir gehen heute in den Nachtdreh. Der läuft schon in vollen Touren und wir freuen uns, was noch kommt. Mein Name ist Patrick Gott, ich bin Elektroniker im 3. Ausbildungsjahr. Ja, hier sind eigentlich alle ziemlich cool drauf. Also, es macht auf jeden Fall Laune, weil alle sind motiviert, das Team arbeitet gut und schnell. Mein Name ist Bujar Cerrini. Ich bin in der Firma König Metall seit 2002. Das heißt 18 Jahre, ich fühle mich wohl. Michael Fischer, mein Name. Bin schon relativ lang bei der Firma König Metall beschäftigt und heute hier am Set beim Image-Film-Dreh für die König Metall-Gruppe. Also was die letzten Wochen und Monate, was mediale Aufarbeitung anbetrifft, übersteigt alles, was man sich so vorstellen kann. Darlegung der Historie von 1901 bis heute, Status Quo, Quo Vadis, was passiert in der Zukunft. Die Stimmung ist bombastisch am Set, also nicht nur die Anlagen laufen, sondern die Kameras nebenbei auch. Ich bin mal echt gespannt aufs Endprodukt, aber ich glaube, das wird richtig was. Wir haben zum Beispiel auch ein ganz berühmtes Making-of-Team wieder am Set, bestehend aus Chris und Florin. Alles, was ich bisher gesehen habe, ihr macht einen super Job. Es sieht sehr, sehr gut aus. Was mich dabei immer so freut, natürlich diese Behind-the-Scenes-Bilder und Videos sind für uns ein sehr wichtiger Bestandteil. Ja, ohne euch hätten wir so ein
Making-of nicht. Auch an dieser Stelle noch Danke sagen an Tina Derakovic. Tina, du machst einen super Job. Ja, danke, dass du da bist und dass du das alles organisierst. Und Action! Wir sind alle noch super motiviert und wach, haben richtig Bock drauf. Fertig, geil. Nina Siebenhofer, geschäftsführende Gesellschafterin von König Metall, und wir drehen heute den Imagefilm, heute den letzten Tag. Wir haben heute die Szene mit dem Porsche Taycan direkt vor König Metall gedreht. Jetzt sind wir gerade in der letzten Szene, auch im Film. Es geht hier um das Concept Car. Das heißt, wir sehen hier im Hintergrund den Porsche Taycan. Wie werden wir hier im Detail sozusagen alle Einstellungen abnehmen? Kevin Hartfield, unser DOP, hat natürlich hier wieder ein sehr visionäre, ein sehr zukunftsorientiertes Konzept entwickelt. Das heißt, wir haben hinten dran eine 4kW Sun stehen, die sozusagen von hinten ein sehr starkes Gegenlicht macht. Dann haben wir einen Hazer, der eine komplette Nebelwand produziert, damit, sage ich mal, diese Elektromobilität noch im Verhüllten startet. Als besondere Challenge hier heute haben wir das sogenannte Showcar. Ein Porsche Taycan, den wir jetzt hier ein bisschen in Szene setzen, mit vielen Nebeln und farbigen Lichteffekten, was am Schluss einen sehr futuristischen und coolen Look gewährleistet. Dann gibt der Porsche Taycan Gas. Das heißt, wir arbeiten hier mit einem Car Rig und dort werden wir natürlich dann professionelle Fahraufnahmen von diesem Fahrzeug machen. Im Hintergrund die Firma König Metall, angeleuchtet mit AX1, AX3 und AX5er. Um natürlich eine ruhige und visionäre Stimmung auch auf das Unternehmensgebäude zu projizieren. Da fährt der Porsche durch und das ist natürlich schon auch für uns ein aufregender Prozess. Und ich freue mich riesig, dass es jetzt gleich losgeht. Wir haben heute schon den Taycan beim Rauf- und Runterfahren zugeschaut. Sehr krasses Auto. Und jetzt machen wir gerade die letzten Einstellungen, damit wir jetzt auch irgendwann zum Abschluss kommen. Und ich bin sehr gespannt aufs Ergebnis. Die Stimmung am Set ist sehr gut, für das, dass wir 5 Tage Vollgas gegeben haben. Stimmung am Set ist sehr gut, wie immer. Es ist sehr witzig. Jeder bemüht sich anzupacken und zu helfen, irgendwas aufzuheben, irgendwas von A nach B zu tragen. Es sind alle gut eingespielt, machen einen guten Job, ja. Ja, vielen Dank. Das waren die Dreharbeiten zu König Metall. Wir hatten hier 5 tolle und wirklich sehr hochproduktive Drehtage und wir haben wirklich allesamt zusammengehalten, um diesen Spot zu realisieren. Für mich eine große Ehre, für mich eine große Motivation, dass das Team so hinten dran steht, dass alle wirklich jeden Tag zu jeder Uhrzeit da waren. Es war hart, es war spannend, wir haben sehr viel auch natürlich wieder mal dazugelernt und wir haben ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt realisiert. Getreu und maßstabsgetreu unseren Vorstellungen, wie wir es am Anfang geplant haben. Und für mich war es eine tolle Zeit, ging wieder viel zu schnell rum, aber ich freue mich wirklich auf den nächsten Spot, ich freue mich auf die nächsten Dreharbeiten mit seinem wundervollen Team und deswegen an dieser Stelle vielen Dank an alle, vielen Dank an das tolle Making-of-Team, das diesen Film hier realisiert hat und bis zum nächsten Mal. Danke.